voranzuschreiten in der höchstmöglichen Präsenz des Hierseins und in dem höchstmöglichen Spiel des Hierseins. Ihr seid zu ernst, ihr seid nicht im Spiel der Tragweite dieser Möglichkeiten, ihr seid in der Schaffenskraft der energetischen Strategien auf der Erde, und das ist die Ernsthaftigkeit, das ist die Überlagerung und Überstülpung von Energiefrequenzen und Feldern, die euch nicht entspricht, und so seid ihr gebeten, euch da hinaus zu katapultieren, und das ist die einzige Möglichkeit, das zu tun, in der Zusammenarbeit mit euren höchsten Frequenzen, mit euren Lichtanteilen, mit euren Anbindungen, die euch leiten und führen aus diesen Strukturen, die euch reinigen, die euch weiter begleiten in dieser Möglichkeit des Daseins auf dieser Erde. Ihr seid die Erschaffer eurer Wirklichkeit, ihr erlebt Reflexionen im Außen eures Daseins, und wenn ihr euch klein haltet, wird eure Reflexion keine andere als eine kleinliche, eine nicht eurer Würde und eurer Großartigkeit entsprechende Reflexion sein. Das ist das, was hier zu erleben möglich ist. Natürlich gesehen immer und immer wieder in den Straßen, in den Gebäuden, in den arbeitenden Feldern seht ihr das Kleine, ihr seht das Kniende, ihr seht das Hingebende, sich Hingebende, doch ihr seht nicht die Präsenz in der Kraft eurer Mitte, ihr seht nicht die Präsenzen der mittigen Menschen und Lichtanteilen, ihr seht oft die Gebeugten, die Niederknienden und die Kraftlosen, und das betrifft auch euch immer und immer wieder, doch ihr lernt nun euch selber in die Kraft zu holen, in eurer Anbindung, in eurer Energietransmission eurer selbst in euer Dasein hier in dieser Erdfrequenz, und das ist die Großartigkeit. Das werdet ihr hier jetzt in diesem Moment verstehen, dass ihr das tun könnt, und dass ihr das tun werdet, ist getan und gesehen in der vielseitigen Möglichkeit des Daseins, das ihr hier durchlebt. Und ihr seid die Einschwingenden in diese Kraft des Möglichen. Und es ist die Kraft der Schönheit, die euch dahin bringen wird. Es ist die Kraft der Erinnerung an diese Schönheit eurer selbst, an diese Liebe, an euch selbst, an diese Versprechen und an diese Kraft der Mithilfe hier auf diesem Planeten, auf dieser einen Erde, die ihr euch gewählt habt. So geht hin in eurem Hologramm der Schönheit. Ihr seid die Schönheit in eurem eigenen Hologramm, und ihr seid die einzige Wahrheit, die hier existiert. Es gibt nichts als eure Wahrheit in diesem Dasein, in dieser Frequenz. Ihr lebt eure Wahrheit, und wenn ihr denkt, das ist nicht die Realität, dann seid ihr gebeten, es zu versuchen, eure Wahrheit zu definieren, und ihr werdet sehen, dass sie hier gefolgt wird von der energetischen Form und des energetischen Wechsels in diese Wahrheit, die ihr wisst,
in euren allen Zellen eures Daseins, in allen euren Feldern des Daseins erlebt ihr diese Frequenz und diese Wahrheit. Ihr seid gebeten zu überprüfen, was ihr lebt, wie ihr es lebt und wie ihr es leben wollt in der Freude und in der Liebe und in der Schönheit, und ihr werdet es kreieren. Das ist euer Dasein hier auf der Erde. Ihr seid die Creator und ihr seid gebeten, das zu tun in der Zusammenarbeit mit euren höchsten Instanzen und mit den Begleitern, die ihr bei euch habt. Ihr habt diese Begleitung, ihr sollt sie mir um diese eine Reinigung bitten, die euch so nötig immer erscheint. Ihr seid oft noch beeinflusst von Energien, die nicht in euer Feld gehören. Ihr seid beeinflusst in dieser irdischen Struktur zu stark, noch von Energien, die euch nicht in der Kraft halten. So bittet diese Begleiter in dieser Großartigkeit der Schönheit, euch zu reinigen und euch in die Kraft und in die Mitte zu bringen. Sie sind die Helfer, sie sind die Wesenheiten in eurem direkten Feld, das euch weiterbringen kann in der Führung und in der Reinigung. Wir sind die pleiadische Energie, wir sind die Helfenden auch in jedem Moment des Rufes aus euren Reihen. Wir sind hier in der Geschwindigkeit unseres energetischen Potenzials und wir umfassen euch in der notwendigen energetischen Form, wenn ihr das wünscht. Nun gut, ihr seid gebeten, euch mit diesen Gedanken und mit diesen Worten, die ihr hier nun in der energetischen wie auch in der gesprochenen Form erhält, auseinanderzusetzen und zu spüren, ja, was ist denn die meinige Wahrheit? Was ist die meinige Denkwahrheit und wo geht es hin in meinem Leben? Und ihr seid gebeten, das zu prüfen und zu verändern, wenn ihr das nötig habt, und bittet um die Hilfe, die euch zusteht, immer und immer. Man wartet auf eure Anfragen und auf eure Einflüsse hier auf der Erde. Ihr seid die Großartigkeit inkarniert aus dem Licht und ihr scheint das schon, ihr scheint das schon. Ihr seid die Schönheit und ihr lebt das, ihr berührt bereits diesen Planeten stark, nur geht noch mehr. Es geht noch viel mehr in diese Richtung. Ihr seid gebeten, das noch verstärkt zu tun und zu spüren, was hier noch getan werden kann, in welcher Form es getan werden kann, wie ihr hier diese Großartigkeit weiterentwickeln könnt in diesen Möglichkeiten des Daseins. Wir sind in der Freude und in der Großartigkeit und in der Liebe, euch hier zu sehen, in dieser Vereinigung, in dieser Möglichkeit der Durchsage zu euch sprechen zu können und zu sagen, ihr seid das inkarnierte Licht, ihr seid das ich bin, aus den Möglichkeiten, die unerschöpflich sind, und doch seid ihr die Großartigkeit, nun diese Mitte zu finden und die Großartigkeit der Aufrechtgehenden und der Leuchtimpulskräfte, die hier wandern auf der Erde. Sie sind, wir sagen es gerne, die Leuchttürme dieser Zeit, dieser Wandlung, dieser Transformation in die Großartigkeit des Schönen und des Paradiesischen auf dieser Erde. Das ist das, was ihr seid. Ihr seid die Leuchtkraft, ihr seid die Kraft in Form einer leuchtenden
Großartigkeit, die sich verbreitet in allen Positionen und Möglichkeiten des Daseins. Es ist nicht die gewählte Form notwendig, der in diesen Räumen zu arbeiten und zu sagen, ja gut, wir helfen dir. Nein, 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 es ist auch die Kraft des Daseins, wo du bist, immer und immer und immer. Und da strahlst du dein Licht und deine Kraft und deine Sicherheit in der Verbindung mit deinem Teil, deinem Lichtimpuls, Teil deiner Herkunft. Und das ist das, was gespürt wird und das ist das, was die Kraft und die Klarheit gibt. Ihr reinigt die Felder hier auf der Erde und ihr legt die neuen Felder der Klarheit, der Schönheit und der Liebe in diese Struktur der irdischen. Gibt es noch Fragen hier? Ich habe eine Frage zum Yin und Yang-Prinzip. Wir Menschen haben ja beides in uns drin. Wie kann man das gut ausgleichen, dass man nicht zu stark im Yang drin ist? Als Beispiel. Ja, ja, wir verstehen, was gemeint ist. Nun lernt ihr neu, ihr lernt neu, ihr lernt die Kraft einer eigenen Energieform aus den Lichtwelten. Da ist nicht diese Polarität, es ist die Kraft des Lichts und der Integration der Klarheit, die hier nun geschieht. Es ist nicht ein Ausgleich, der geschehen muss. Es ist eine Art Neuwandlung, die geschieht. Es ist eine Transformation, die geschieht mit euch. Und das ist die reine Liebe. Es ist die Kraft des Erkennens der Begebenheiten in eurem Feld, in eurer Umgebung, in der Beobachtung der Menschlichkeiten. Und ihr seid die Lernenden und die Erkennenden der Kraft der Einheit, dieser Einheit der Begebenheiten. Ihr seht, alles ist die Klarheit, was auch immer geschieht, aus der Sicht der Lichtanteile und aus der Sicht der hohen Frequenz, der Göttlichkeit der Liebe in der göttlichen Schaffenskraft. Erkennt ihr, da ist der Ausgleich bereits geschehen. Es ist bereits in der perfektionistischen Form alles vorhanden, die ihr erkennen sollt und erkennen müsst. Und was ihr durchlebt habt an der einen Energie, werdet ihr nicht mehr gebrauchen. Ihr geht weiter und weiter in die Form des Lichts, in die Lichtigkeit, in die Leichtigkeit und in die Schönheit der Form, der Klarheit. Und ihr müsst nichts mehr sonst ausgleichen. Es ist eine Transformation in die Kraft des Lichts und der Lichtigkeit. Das ist das, was geschieht. Nun, ihr lernt zurück. Das ist die Schönheit des Daseins. Ihr erkennt diese Freude. Ihr lernt diese eine Erdung noch hier zu sein. Ihr seid in der energetischen Form des Lichts nun langsam, langsam, langsam voranschreitend. Und es ist wichtig hier zu begreifen, dass ihr nicht diese Lichtform zu schnell an euch heranbringt. Ihr müsst das in einem Kollektiv tun. Ihr müsst das lernen, aufeinander zu integrieren und miteinander zu stimulieren, diese Kraft der Lichtigkeit, damit das Kollektiv das erreicht und ihr nicht allein in eine Art Rückzug gerät, der euch zurück katapultiert ins Licht. Ihr lernt
diese Integration in den Firmen, in den Schulen, in den möglichen Formen eures Daseins auf der Erde. Und so werdet ihr langsam, langsam, langsam lichter. Doch es ist nur die Sache des lichter und leichter Werdens und des Transformierens. Ist das so zu verstehen? Ja, danke. Ja. Gibt es noch Fragen? Wie geht es weiter mit dem Transformationsprozess? Ja, 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 wir verstehen diese Frage. Es ist die Frage der Menschen, es ist die Frage der Zeit, oft immer die Frage der Zeit und wie das weitergeht. Nun, wir sagen euch, es liegt an euch, es liegt an dir in deinem Hologramm, wie es weiter schreitet. Das ist die Frage der Bewusstwerdung eurer Möglichkeiten. Es ist die Frage der Bewusstwerdung eurer Herkunft und es ist die Frage der Bewusstwerdung eurer Schönheit und der Kraft des Erschaffens. Ihr seid immer in der Position des Erschaffens und des sich neu orientierens. Und die Frage ist hier, wie weit öffnest du dich diesem Prozess? Wie schnell öffnest du dich diesem Prozess? Wie geht es für dich weiter in deiner Klarheit, in deiner Möglichkeit der Visualisierung einer neuen Erde? Wie geht das für dich? Hast du die Kapazität und die Möglichkeit, da dich zu öffnen und das zu visualisieren, was du sehen möchtest? Und es ist getan. Es ist getan, wenn du es verankert hast in dir, in deiner Form deines Daseins. Es ist die Schwierigkeit für euch zu erkennen, dass ihr in eurem Hologramm strahlt, eure Kraft, eures Daseins. Es ist das eine zu sehen, dass ihr in der Verbundenheit mit anderen Hologrammen in dieser energetischen Form miteinander verbunden seid. So ist es auf der einen Seite nicht möglich, das Gesamte zu transformieren als ein einziges Hologramm. Doch du hast die Möglichkeit, dein Leben komplett zu transformieren in die Schönheit und in das Paradies deines Daseins. Da hast du immer die Möglichkeit und du ziehst dich zurück von anderen Sichtweisen des Kollektiven. Du kannst dich komplett zurückziehen in dein Hologramm und dort arbeiten. Das ist gefragt, es ist gebeten, es so zu tun, damit du nicht gelenkt bist mit den Gedanken an andere Kräfte, die dich nicht berühren sollten. Es ist das Mögliche, in eurem eigenen Hologramm das Paradies zu erschaffen und somit erhebt ihr das Kollektiv. Was geschieht noch zu stark in dieser Kraft der Erdverbundenheit, dass ihr schaut zu weit in die anderen Projektionen, die euch nicht betreffen, und ihr lässt euch von diesen Projektionen ablenken, ihr lässt euch niederknien vor diesen Projektionen und es sind nur die reinen Projektionen. Das ist schwer zu verstehen als die eine Inkarnation, als Mensch hier. Doch wir sagen euch, zieht euch zurück von den Projektionen, die euch nicht gut tun, und lebt euer Paradies in eurem Hologramm. So seid ihr die größte Hilfe und die größte Kraft für euer Dasein, hier dieser Erde zu helfen und diesen anderen Hologrammen und Inkarnationen zu helfen im Aufstieg und in dieser Transformation. Es ist eine Art eigene, selbstständige Transformation ins Paradies, die hilft, dieses Feld anzuheben. Das ist das, was es zu verstehen gibt
in diesem einen Moment. Gibt es noch weitere Fragen? So viele Menschen leiden. Ja. So viel Schmerz. Und ich bin in der Liebe im Licht. Ja. Und das hilft ihnen auch. Ja. Und dieses Bedarf, ihnen zu helfen, zu retten, was mache ich dann? Deine Kraft des Daseins ist die Großartigkeit, das Feld anzuheben. Und du hast die Möglichkeit, dich zu verbinden mit Projektionen und sie neu zu wählen. Du hast die Kraft, ich erkenne deine Kraft, und du hast die Kraft, diese Hologramme zu verändern in der Schönheit. Du hast die Möglichkeit, hinzublicken an diese eine Projektion und diese vor deinen Augen zu transformieren in die Schönheit und in die Klarheit und in das Paradies. Nun, wie soll das gehen? Du siehst das hungernde Kind an dem einen Boden liegen und du siehst nun, wie das Grün sprießt und du siehst das Wasser fließen da neben diesem einen Kind und du siehst, wie es sich erhebt, wie es sich hier an dieser einen Wasserquelle hingibt und es trinkt und es kann das eine Korn essen hier von diesem neuen Feld und du kannst das transformieren. Ihr könnt das alle transformieren, was ihr seht, in die Schönheit und in die Kraft des Neuen, in die Kraft des Paradieses. Ihr seid gebeten, neue Felder zu kreieren. Ihr seht Projektionen des Geistes aus der Niedrigkeit und ihr lernt jetzt, die Felder neu zu kreieren, in die Schönheit und in das Paradies. Und ihr lässt euch nicht mehr hier hindern von einer Kraft des Niederen. Ihr seid die Creator und ihr kreiert das Neue. Ihr geht hin in diese Felder und seht die Kraft der Neuerung und der Transformation. Alles, was ihr seht vor eurem geistigen Auge, alles, was ihr kreiert in eurem geistigen Wesen und in eurem Dasein, als diese Kreation des Lichts, wird die Normalität, wird die Kraft übernehmen und wird die Schönheit hier wieder vonstatten geben. Was zurzeit geschieht, ist diese Verlinkung der Möglichkeiten, der Energien in diese niederschwingenden, niederen Felder. Und ihr kreiert das neu in eurem Geist, in eurer Kraft der Liebe, in eurer Kraft der Anbindung und ihr transformiert die Bilder neu, die ihr als Reflexion seht. Keiner von euch war dort vor Ort. Ihr seht Reflexionen, ihr verändert das in eurem Geiste und ihr lernt, das neu zu transformieren. Ihr seid die Großartigkeit aus dem Licht, ihr seid die Schöpferkraft. Nichts Niederes sollt ihr hier tun, nicht in diese niederen Felder hineinknien und euch hier von Niedrigkeit inspirieren lassen. Das ist nicht euer Dasein hier in dieser Inkarnation. Gibt es noch Fragen? Was kann ich tun, um Informationen besser zu erkennen und bewusster wahrzunehmen? Ja. Es ist die Kraft des Wissens, es ist die Kraft des Vertrauens und es ist die Kraft der Intention, dass hier diese Möglichkeit besteht. Und du gehst hin in der Klarheit, in der Klarheit der einen Befehlsgebung. Du sagst, ja, ich will nun das und das erfahren. Und du weißt, dass du das und das erfährst. Das ist alles, was es zu tun gibt. Das gilt für alle, die das hier hören. Es ist immer die Klarheit, die Fokussierung, die Intention und das Hingeben dieser Klarheit und das Wissen. Es wird sich in der nächsten Zeit klären. Es wird
sich in der nächsten Zeit gemelden, das, was es hier zu hören gibt. Es ist immer die Klarheit und die Fokussierung. Ihr seid die Hin- und Herwandler zwischen Klarheit und Unklarheit, zwischen vielen Wissensmöglichkeiten und dann wieder nicht mehr so klar sein in einer Position. Es ist immer das Hin und Her. Das ist das irdische. Es ist das irdische Feld der Irritation dieser aller Möglichkeiten und Emotionen und dieser aller Vermischungen und dieser aller Energien, die hier zusammen fließen. Es ist das Reinste, wir haben es schon gesagt, Chaos hier in der energetischen Form, und ihr lernt euch hier nun hinaus zu katapultieren in einer guten Möglichkeit der Klarheit, der Kraft, der Intention, der Fokussierung und der Schönheit eures Seins, ohne euch über diese anderen Menschlichkeiten zu stellen. Ihr seid die Begleiter, ihr seid die Schönheit und die Klarheit in der Form der Großartigkeit, und ihr bekommt alles, was ihr braucht in dieser Position. Ist das soweit geklärt? Ja, danke. Ja. Gibt es noch Fragen hier? Spielen Klänge und Farben eine große Rolle? Ja, ja. Alles, was ihr hier an Möglichkeiten habt, ist die energetische Form. Ihr seid die Creator in der energetischen Form. Es ist das der Möglichkeiten, so viele, viele, viele. Es ist die Farbe, die Sehmöglichkeiten der Energie. Es ist die Musik der Töne und der Instrumente. Alles ist die Komplettisierung dieser Energieformen. Und so finde deine, die dich hier weiter katapultieren. Und so ist es mit allen hier, die das hören. Ihr sucht nach den Feldern, die euch beglücken, die euch in die Stimmung der Schönheit und in die Stimmung der Klarheit bringen. Und alles, was euch irritiert, ist es die Farbe, ist es der Klang, ist es das Feld, ist es das, die Umgebung, die ihr aufsucht. Alles, was euch irritiert, sollt ihr meiden oder in die Klarheit bringen oder erkennen, was steckt hinter der Irritation. Und nun, Musik und diese Farben sind die Stimulanz der Energie und des Ausgleichs. Es ist die Schönheit. Wir lieben es, in der Musik dieses Kanals immer wieder zu schwingen und dabei das miterleben zu dürfen, was geschieht in dieser Frequenz der Musik in diesem Körper. So, nun ist diese Frage beantwortet. Ja, danke. Ja. Gibt es noch weitere Fragen? Seid ihr hier mit uns? Gibt es hier Messengers auf der Erde in menschlicher Form? Ja, das ist die Großartigkeit der Fragen. Das ist die Großartigkeit der Fragen. Wir stecken in den Menschen. Wir sind diese Persönlichkeiten. So, dieser Kanal, ja, man würde sagen, na gut, das ist nicht diese eine Form der einen Plejadierin. Doch, nun, das ist die Kraft der Energie und der mentalen Kraft als kleines Kind schon bereits aus dem Licht, aus den Plejaden. Und so sind es viele, 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 die hier nun gehen unter euch in dieser plejadischen Kraft
und sie erwachen in der pleiadischen Energie. Du meinst die pleiadischen Mitwirkenden aus dem Licht direkt hier auf der Erde verankert. Nun gut, wir bereisen die Erde immer und immer wieder. Und ja, manchmal sind wir hier unter euch, doch wir sind nicht in der Form des Gesehenwerdens, weil wir das so nicht geplant haben. Es ist noch nicht die Zeit. Wir warten auf diese reinere Form der Erde. Wir warten auf diese klarere Form der Erde. Und wenn wir kontaktieren, werden wir das gezielt tun in den Anfängen, wie wir es bereits getan haben. Wir sind bereits in Kontakt und wir sind bereits in der Form des Gesehenwerdens. Doch wir sind in der Zurückhaltung in diesem Bereich, in dieser Zeit, in diesem möglichen Dasein dieser Erde noch ziemlich in der Zurückhaltung, da wir nicht in der Kraft der Freude noch in den Empfang genommen werden. Wir sind in der Bereitschaft, doch wir sind noch nicht in der Klarheit über diese Freude in der Liebe hier zu sein. Ja, gibt es noch Fragen? Frequency Holder erzählen. Ja, das ist eine Bezeichnung, die wir nun etwas einfacher gesagt haben in der Form des Leuchtturms. Es ist die Lichtfrequenz, die gehalten wird. Es ist diese eine Kraft des einen Hologramms, das in der Schönheit und in der Klarheit und in der Vertrautheit mit der Anbindung schwingt. Das ist diese Kraft der Klarheit und Schönheit. Das ist die höchste Frequenz, die ihr in diesem irdischen Feld erreichen könnt, zurzeit in diesem einen Moment. Und das ist das, was ihr anstreben könnt und sollt. Es ist diese hochschwingende Frequenz der Liebe und der Freude und der Klarheit. Es ist das Wichtigste dieser Erde und dieser Verbundenheit und dieser Erdstruktur zu geben, dass ihr in der Klarheit seid und in der Schönheit, in der Präsenz, in der Aufrichtigkeit und in der Wandlung der Felder. Ihr seid nun diese Präsenz, die diese Felder auflöst, die Niedrigkeit und die Bosartigkeit und die Kraft der Kleinheit hier in der Hand noch hat. Ihr seid die Wandler dieser Energie. Das ist die Kraft eines Frequency-Halters. Ihr seid diese Halters und nun seid ihr diese, die versuchen, diese Energie hochzuhalten in der längsten Zeit des Möglichen. Das ist die Kraft dieser Inkarnationen. Ja. So, nun sind wir in der Bereitschaft, uns zu verabschieden. Wir danken für diese Möglichkeit der Durchsage und wir sagen euch, ihr seid die Großartigkeit, ihr seid die Erkennenden und die Lernenden und ihr habt nun all diese Information in eurem Feld, in eurem Hologramm und nun könnt ihr es hinausgeben in die Kraft des Gelebten, in die Kraft der Schönheit eures Daseins und in die Kraft des Feldes, in dem ihr euch begebt, in dem ihr euch bewegt und in dem ihr euch da lebt mit diesen Hologrammen, die ihr euch gewählt habt. Ihr seid die Schönheit und ihr lernt das nun zu erkennen und zu verankern in euer System. Ihr lebt noch in der Kleinheit und in der
Geborenen, Angeborenen und herangezogenen Kleinheit der irdischen Struktur. Und so lernt ihr neu. Ihr geht hinaus und ihr kreiert das Neu. Wir danken euch für diese Arbeit. Wir danken euch für die Kraft eures Daseins in dieser Form der mittigen, der zentrierten, der klaren, der Schönheit, der Liebe und des sich hinausgebens in diese Erdfrequenz. Wir danken euch für dieses Sein und für diese Arbeit. Wir verabschieden uns aus den Plejaden. Ich bin Arcturus.